So einen wunderschönen wünsche ich euch zurück von uns beiden aus hier. Da hinten ist auch noch sogar der Persch irgendwo. Ja. Was geht noch? Wir machen gute Musik in der Limo Lounge heute. Ja. Genau, hier Darmstadt City. Wir wollen gar nicht so viel verraten. Also wir sind in der Limo Lounge. Man sieht es hier überall. Es ist dieser Laden, wo man auch so spielen kann und Limos trinken. Limos, Biere gibt's leckere. Ja. Auch mal ein Schnäppchen, wenn es sein muss. Und du machst jetzt so eine Vorstellung, eine kleine. Genau. Und die kommt nach dem Einspieler. Bis gleich. Ja. Yeah. Mal ganz höchst offiziell herzlich willkommen bei Gute Musik heute Abend. Es gibt hier leckere, wunderbare Getränke bei der Limo Lounge. Trinkt und habt Spaß. Hier drüben gibt es was Kleines zu knabbern, Nüsschen und Feigen und noch ein bisschen Pommes. Da sind auch CDs, wenn ihr CDs kaufen wollt. Außerdem da drüben auf der rechten Seite die Toilette, wer es nicht kennt. Heute Abend spielt als erstes für euch der Moose Dude mit seinem Bro am Start. Das ist die Mike-musige Familie. Die machen geile, gute Musik. Ja. Und gleich kommt noch Persia Shirazi ein bisschen später, der macht schön noch draußen. Hallo! Na, mein Schmusehase? Geht's dir gut? Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind, weil ich habe gerade Renovierungsarbeiten an meinem Magen gemacht und das war ein bisschen anstrengend. Aber mir geht's eigentlich ganz gut gerade. Was ist denn los hier unten? Wunderbar. Ja, ich meine, der Jar spielt und ich spiele so. Das zieht natürlich Leute und der Karim heißt er. Den habe ich noch nicht kennengelernt, aber scheint ja auch wohl was zu machen, was gut ist. Ja, ja, ich bin gespannt, keine Ahnung, weil manche wissen, dass in Videos irgendwie Limo Lounge so zweites Zuhause fast irgendwie immer am Rumhängen. Aber immer ist hier Musik und Persch ist da und ich dachte mal, lass mal gucken. So, ich habe mich jetzt mal in den Hinterraum gesetzt, denn heute ist nicht, das ist noch nicht alles, sondern ich muss auch noch ein bisschen was erzählen. Und zwar, also hier ist übrigens dieses Bild entstanden, als wir Brettspiel gespielt haben auf Facebook, wenn ihr ein bisschen verfolgt so, die Bilder, oder auf Instagram oder so. Ich habe ja gefragt, habt ihr Bock auf Vogelspinnen und ich habe ja Antwort bekommen mit ja, ja. Es ist soweit. Es gibt jetzt einen Vogelspinnen-Kanal, er heißt Joe's Vogelspinnen. Man mag es nicht glauben, deswegen, ich habe es nicht angekündigt. Sau cool, wenn ihr jetzt einfach mal guckt, oben ploppt jetzt was auf, da kommt ihr auf den auf das Video, auf das Begrüßungsvideo. Es gibt auch schon ein Video, wie wir Terrarien bauen und so weiter. Die Vogelspinnen werden alle noch vorgestellt, ihr fahrt alles darüber, was ihr dort braucht. Jo, dann würde ich sagen, wir hören jetzt einfach noch ein bisschen beim Persia rein, was der jetzt noch so spielt hier ein bisschen. Und ja, schaut auf jeden Fall mal bei Joe's Vogelspinnen vorbei. Das ist jetzt mein dritter Kanal neben dem Spielkanal. Obwohl der Spielkanal gerade schläft, egal, ich rede einfach nur hin und her. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da und ein Abo und auf Wiedersehen. Ciao. Meine Herzen trage ich generell in einem Rucksack auf meinem Kreuz. Alle Herzen, die ich auf meinem Weg zerbrochen hab, deren Splitter sich in meinen Rücken sägen. Mit der Zeit verkrümmt unter dieser Last kann ich nur noch unter Schmerzen gehen. Nun ist es vielleicht jetzt an der Zeit, uns letztendlich hinzuzulegen. Alles, was mir nun bleibt, ist dieses Stückchen Zweisamkeit. Dieses Stückchen Zweisamkeit.